Warum digitalisieren wir? Muss ich programmieren können? Was ist künstliche Intelligenz? Wie bereite ich Daten sinnvoll auf? Und was sind eigentlich Daten? Fragen wie diese beantworten wir in unserem Masterstudium Digitale Geisteswissenschaften. Insbesondere, wie wir die künstliche Intelligenz verwenden können, um unsere Forschungstätigkeit zu unterstützen, keinesfalls zu ersetzen, sondern wie wir die künstliche Intelligenz nutzen können, um unsere Prozesse zu erleichtern und dennoch gute wissenschaftliche Praxis einzuhalten. Wissenschaftliche Praktiken, die die Studierenden bei uns erlernen, sind zum Beispiel die nachhaltige Modellierung von Daten und deren Analyse, die Visualisierung zum Beispiel in Form von 3D-Rekonstruktionen oder Netzwerkgrafiken sowie die Langzeitarchivierung zur nachhaltigen Datensicherung. Praxisnähe und Praxisbezug sind überhaupt sehr zentrale Bestandteile des Masterstudiums Digitale Geisteswissenschaft. In vielen Lehrveranstaltungen, wie zum Beispiel einem Projektseminar, können die Studierenden direkt jene digitalen Methoden, die sie zuvor erlernt haben, in Projektkontexten umsetzen. Aber keine fiktiven Projekte, sondern tatsächliche Projekte mit Partnern und Partnerinnen von innerhalb und außerhalb der Universität, in denen konkrete Umsetzungen von digitalen geisteswissenschaftlichen Projekten entstehen. Ein Beispiel dafür ist die Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek. Dort werden Handschriften digitalisiert, die dann in weiterer Folge von unseren Studierenden transkribiert, modelliert und als digitale Edition frei veröffentlicht werden. Praxisbezug im Studium Digitale Geisteswissenschaften zeigt sich auch bei den Möglichkeiten am Jobmarkt. Unsere Absolventinnen müssen nie lange auf einen Job warten. Die Verbindung von digitalen und geisteswissenschaftlichen Kompetenzen ist heutzutage sehr gefragt, weil auf der einen Seite die Digitalisierung von Kulturerbe sehr stark gefördert wird und die digitale Transformation der Gesellschaft genau solche Kompetenzen erfordert. Nicht nur in der Wissenschaft, auch im Bildungsbereich, in den Gedächtnisinstitutionen und in Medienunternehmen. Du liebst es, an Herausforderungen zu wachsen. Du arbeitest gerne in einem Team. Du analysierst gerne historische Inhalte. Du stehst auf Bücher und Computer. Du bist motiviert, immer Neues zu lernen. Löst du gerne Rätsel? Dann studiere Digitale Geisteswissenschaften.